Heute geht es mir mal um einen Stativkopf von Small Rig. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, aber auch Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, geht es mir heute mal um diesen kleinen, kompakten Stativkopf von Small Rig. Hat mir Small Rig kostenlos zur Verfügung gestellt, so viel vorneweg. Nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich ein objektives Review, wie immer. Wie kam es dazu? Naja, Small Rig hatte angefragt, ob ich denn irgendwie Interesse mal hätte an der Zusammenarbeit, und ich nutze den Small Rig Cage beispielsweise ab und zu mal an meiner Sony Alpha 6400, und was ich sehr, sehr viel nutze, ist dieses kleine Multitool von Small Rig, womit man eigentlich alles reparieren kann. Das hatte ich mir damals auch beides gekauft, bin damit seit Jahren super zufrieden und ich war die ganze Zeit schon auf der Suche nach einem Videokopf. Fürs Fotografieren bin ich super zufrieden mit den Köpfen von Tingtik, möchte ich gar nichts drauf kommen lassen, möchte ich tatsächlich auch gar nichts anderes. Aber für das Filmen ist das halt schon schön, wenn man für jede Richtung unterschiedlich das Ganze einstellen kann. Sprich, der klassische Kugelkopf ist fürs Filmen halt einfach blöd. Und deswegen habe ich schon länger nach einem schönen kleinen Stativkopf gesucht, der dann auf einem Stativ von mir leben kann und mit dem ich dann schön die Aufnahmen machen kann, die ich brauche. Wenn ich mal irgendwie B-Roll-Shots mache oder sowas, dass man da einfach schön ein bisschen damit arbeiten kann. Und da hatte sich das angeboten, weil Small Rig halt gerade hier relativ neu auf dem Markt hat, diesen sehr kleinen, sehr kompakten Stativkopf. Der lebt bei mir normalerweise auf den Beinen vom Tingtik Pyramid, habe ich jetzt hier nochmal auf dieses klitzekleine Mengs-Stativ gemacht, um einfach das Ganze hier auf den Schreibtisch zu kriegen, weil ansonsten wären wir aus dem Bild raus. Den Stativkopf hatte ich schon mit in Island, habe den dort ausgiebig testen können, und deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch, was für Funktionen der hat, was da dran gut ist, was vielleicht auch schlecht ist, und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem ersten an, und zwar, das ist die Sache, ich habe den auch tatsächlich genutzt und das sieht man auch. Also ich habe mir jetzt seit 6 Wochen ungefähr im regelmäßigen Einsatz gehabt auf Island. Man sieht es beispielsweise hier oben am Kopf. Da hat man schön die Schleifspuren, wo die Kamera immer rein und raus ist. Und wo man es auch sieht, ist hier am Griff. Denn da hatte ich im Gebrauch, wenn man den nicht jedes Mal einfährt und dann Stativ auf Stativ legt, dann hat man hier unten, muss ich mal die Hand dahinter halten, hat man hier unten so ein bisschen kleine Schmarren drin, hier oben so kleine Schmarren im Metall drin. Das ist völlig normal, das kommt mit der Zeit, mit dem Gebrauch, und wenn man es halt regelmäßig nutzt, kommt das Ganze dann schneller, wenn man es nicht so regelmäßig nutzt, nicht. Deswegen sieht man es bei mir einfach schon. Ja, eine Sache, die sehr schön ist, habt ihr gerade schon gesehen, beziehungsweise eigentlich zwei Sachen. Wir haben ja hier diesen Griff dran, der üblich ist für einen Videostativkopf. Denn hier damit kann ich dann sagen, okay, ich bewege jetzt hier die Kamera, ich bewege den Stativkopf, ich mache, ich tue, was ich muss. Und durch diesen längeren Hebel hat man halt eine schöne, entspannte Kamerabewegungen. Wenn ich jetzt immer so einen langen Griff hätte, könnte das aber sein, dass das ein bisschen blöd ist, weil wir möchten einen kleinen, kompakten Stativkopf. Und deswegen gibt es hier die Möglichkeit, hier vorne an dem Rädchen zu drehen und den Griff klein zu machen und quasi so schon mal in der Länge fast zu halbieren, um ihn einfach einfacher zu transportieren können. So. Und was wir auch noch haben als Möglichkeit, wir können hier über gewisse Klicks dann einstellen, in welchem Winkel wir den Griff gerne hätten, je nachdem, was man braucht. Wenn man wegpacken möchte, ganz runter, vielleicht mal irgendwie ganz hoch, je nachdem, was man braucht. Und dann dreht man hier einfach fest und lässt ihn ordentlich einrasten, und dann ist das Ganze auch fest. Ihr seht es, selbst die Kamera wackelt. Und damit haben wir hier schon mal die erste Möglichkeit, die den Kopf halt wirklich so klein macht wie möglich, weil wir diesen Arm hier wegklappen können. Ist sicherlich nicht das einzige Objektiv, nicht der einzige Stativkopf, wo das möglich ist, aber ist trotzdem schön, dass es mit dabei ist. Und jetzt würde ich sagen, arbeiten wir uns einfach mal von oben nach unten durch. Hier oben ganz normale AK Swiss Platte, wie man es auch kennt, zum Einschieben und dann hier an der Seite zum Festdrehen. Darunter das erste kleine Versteck mit einem Magneten. Ein kleiner Imbusschlüssel. Falls man mal braucht, falls irgendwie mal die Stativplatte sich löst oder irgendwas anderes, kann man hier dann gleich direkt reparieren, und der ist ordentlich verstaut, den kann man nicht verlieren. Gefällt mir sehr gut, dass wir das hier einfach mit drinne versteckt haben als zusätzliches kleines Feature. Was wir auch haben, wir haben hier oben an der Seite so ein kleines Gewindeloch, um irgendwelches Zusatzequipment anzubringen, sei es irgendwelche Mikrofone, Empfänger, irgendwas, Handyhalterung, lässt sich alles ordentlich anbringen. Dann geht's los mit dem eigentlichen Stativkopf, und dafür mache ich jetzt hier mal die Sony A7 III drauf.
Da habt ihr auch mal einen schönen Größenvergleich, wie groß der Stativkopf im Verhältnis zu einer normalen Kamera ist. Er ist halt wirklich schon sehr, sehr klein. Und eine Sache, die mir sehr gut gefällt, ist, dass der Stativkopf bei der Frontalneigung gedämpft ist. Ihr seht, das geht ganz langsam. Und damit lassen sich richtig schöne Kamerafahrten von oben nach unten machen. Ich muss die Kamera dafür nicht mal anfassen. Gut, ich muss ihr einen Schubs geben, damit sie in die richtige Richtung losgeht, wenn das Gewicht auf der falschen Seite ist. Aber das macht sie ganz von alleine. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, dass das hier gedämpft ist. Gefällt mir richtig gut, erleichtert einem in vielen Situationen wirklich das Arbeiten. Hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht, dass das für die seitlichen Bewegungen auch der Fall ist, dass man hier auch die Möglichkeit hat, das Ganze so ein bisschen gedämpft zu haben. Ist leider nicht so. Das Einzige, wo ich es halt dämpfen kann, ist über die Schraube, dass ich da ein bisschen Widerstand reinbringe oder halt rausnehme, je nachdem, wie ich es brauche. Ich weiß auch nicht, inwieweit das praktisch möglich ist, dort eine Dämpfung reinzubringen, aber ich hätte es einfach schön gefunden. Nichtsdestotrotz lässt sich beides schön machen, man kann schöne Bewegungen machen mit beiden. Hoch runter geht natürlich durch die Dämpfung wesentlich schöner, wesentlich smoother als nach rechts und links. Wie gesagt, ist trotzdem beides möglich. Dann haben wir hier so eine kleine Libelle drinne. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Die ist dazu da, dass man das ordentlich ausbalancieren kann. Finde ich persönlich ein bisschen schlecht zu sehen, ob es dann wirklich in Waage ist oder nicht. Da verlasse ich mich dann tendenziell so ein bisschen mehr auf die Kamera. Nun ist es ja relativ schwierig, das gesamte Stativ in Waage zu bringen. Wenn man jetzt nur beispielsweise einen Teil des Kopfes oder sowas in Waage bringen müsste, wäre das einfacher. Deswegen mag ich ja beispielsweise auch die Tink-Teak-Stative. Wenn man da Panoramaaufnahmen machen möchte, muss man nicht den gesamten Kopf in Waage bringen, sondern nur den Kugelkopf als solches, weil wir haben noch eine zweite Panoramaplatte oben drauf. Und hier ist es ähnlich, denn unabhängig davon, wie die Beine stehen, habe ich die Möglichkeit, hier den ganzen Kopf um 10 Grad in jede Richtung zu bewegen und so zu machen, wie ich das brauche, um die Kamera optimal auszubalancieren. Dann drehe ich das Ganze wieder fest und das Ganze ist ordentlich ausbalanciert. Das heißt, ich muss hier nicht Stunden darauf verwenden, dass die Beine wirklich perfekt in Waage sind und da kein Millimeter Unterschied ist. Ich mache das einfach hier oben über den Kopf. Gefällt mir richtig, richtig gut und ist wirklich ja, eins der Top-Features in meinen Augen von diesem kleinen Kopf. Ja, und dann wären wir mit den Features als solches tatsächlich auch schon durch. Aber wie finde ich denn nun das Stativ? Wir machen mal hier die Kamera wieder weg, dass die mir nicht die ganze Zeit vorm Gesicht hängt. Ich persönlich bin mit diesem Stativkopf super zufrieden. Er kostet ungefähr 80 Euro, ist also nicht ganz günstig, ist jetzt aber auch nicht richtig, richtig teuer, weil ihr könnt für so einen ordentlichen Videokopf auch gerne mal schnell ein paar 100 Euro loswerden. Sind also hier tendenziell trotzdem im günstigeren Segment, kriegen aber hier ein qualitativ hochwertiges Produkt. Für alle normalen Setups, die man zum Filmen so nutzt, ist der Stativkopf super geeignet. Das Einzige, wo er dann so ein bisschen zu kämpfen hatte, im weitesten Sinne, war dann mit dem Tamron 150-500 und der Sony A7 III. Da hat man dann gemerkt, dass der Kopf halt doch ein bisschen klein ist und das alles ein bisschen friemelig ist. Aber für die normalen Setups, sei es eine A7 III, sei es die ZV-E10, sei es, was weiß ich, das 18-300 oder halt so eine kleinen Objektive, wie beispielsweise hier das 11-20, was gerade filmt, oder halt hier so ein Samyang 75mm Sino-Objektiv, alles kein Problem, handelt der Kopf alles super, habt ihr ja gerade auch gesehen, ist alles kein Problem, kann man super damit machen. Und in meinen Augen ist er genau das, was ich wollte. Ich wollte einen kleinen Kopf, ich wollte einen kompakten Kopf, der trotzdem schöne Aufnahmen möglich macht. Und das alles dreist habe ich hier in diesem Setup gefunden. Ja, Link zum Produkt wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ihr könnt mir gerne mal unten reinschreiben, was denn eure Erfahrungen sind mit Videoköpfen, welchen ihr vielleicht nutzt. Vielleicht mal einen kleinen, vielleicht mal einen großen. Gerne eure Erfahrungen unten reinteilen. Und ich wäre mit dem Video dann am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.